So, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe mich gerade frisch geduscht. Thema ist Arbeitsrecht. Ich habe eingekauft, obwohl ich mir das nicht leisten kann. Ich bin arbeitssuchend und habe regelmäßig Termine vor dem Arbeitsgericht. Die Stadt hat noch mal was ausgeschrieben. Ich werde mich auf jeden Fall darauf bewerben und eine weitere Klage erreichen. Ich habe das BGB von zu Hause mitgebracht. Dann habe ich mir Personalvertretungsrecht Nordrhein-Westfalen besorgt. Da ist auch eine CD hinten drauf. Mit relativ umfangreichem Material. Da gibt es auch Urteile vom Bundesarbeitsgericht, Bundesverwaltungsgericht. Ist, glaube ich, vor allem interessant, wenn man einen Job hat. Ich wollte mit dem Thema Arbeitsrecht so ein bisschen weitermachen. Ich habe ein BGB, habe ich schon gezeigt. Dann habe ich vom gleichen Verlag das Arbeitsrecht. Die Bücher sind ein bisschen günstiger als von anderen Fachverlagen, deshalb mache ich das. Ich habe ein Paket bekommen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie es ich mache das mal auf. So, und da ist Arbeitshilfe für Betreuer, habe ich mir besorgt. Neuärztliche Zwangsbehandlung und da müsste auch was zum Thema Patientenverfügung drin sein. Ja, und weil ich nur ein altes Gebrauchtes habe, Disziplinarrecht, Strafrecht, Beschwerderecht der Bundeswehr, habe ich von einem anderen Verlag. Mal gucken, ob ich sowas im Arbeitsgericht auf den Tisch legen muss. So. Alle Vorschriften für den Rechtsalltag. Ich habe keinen Rechtsalltag. Alle Regelungen nach neuer Systematik. Ja. WDO und WBO, ich weiß nicht mehr, was das ist. Alles zur Neufassung der ZDV. Weiß ich auch nicht, was das ist. Ist eingeschmeißt. Karl-Helm Schnell. Ministerialdirektor AD ist tot und Hans-Peter Ebert, Direktor eines Rechenzentrums der Bundeswehr, auch außer Dienst. Ich wollte hier Paragraphen nachschlagen. Ich glaube, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Ist irgendwas neu in dem Bundeswehrstrafrecht? Naja, ist eher was für ein Gefängnis fahren. Naja, man hat ab und zu mit ihnen zu tun.
Strafrecht, StGB, das ist das, was mich interessiert. Dann gibt es einen Auszug aus der Strafprozessordnung, ist auch manchmal auch ganz. WBO heißt Wehrbeschwerdeordnung. Und WDO heißt dann wahrscheinlich Wehrdienstordnung. Naja, über die 25 Euro kommen wir auch hinweg. Hier steht auch ein bisschen was zum Grundgesetz drin. Cool. Das könnten wir mal vorlesen, vor allem mal so Daten. Gut. Ich bin mal gespannt, was auf dieser CD Arbeitshilfe für Betreuer drauf ist. Neue ärztliche Zwangsbehandlung. Dass Ärzte sowas machen, hätte ich nicht gemacht. Und dann auch noch illegal. In Deutschland. Wer denkt denn sowas? Stand September 2017. Ist auch eine CD drin. Muss erst auf Setup. Und dann kann man es im Browser benutzen. Ein Schelm der Böse. Ob ich das im auf dem Raspberry Pi ins Laufen bekomme. Das wäre dann illegal. Oh. Also, Thema Arbeitsrecht ertrage ich nur mit einem Bier dabei.
das gesamte Arbeitsrecht. Arbeitsgerichtsgesetz. So, ich war bei 6 Paragraph 11 angekommen und habe gesagt, dass das zum Problem werden kann, weil ich beantragt habe, dass mir auf Kosten des Landes Nordrhein-Westfalen ein Rechtsanwalt an die Seite gestellt wird. Ein eigentlich klarer deutscher Satz. Ich weiß nicht, warum der Vorsitzende, der behauptet, Richter zu sein, der wird auch in der Ladung nicht Richter genannt. Ja, auch kein Nachweis außer sein Diktiergerät. Warum das einen zum Richter macht, habe ich nicht ganz verstanden. Ja, ich bin von den Vorgängen da relativ ernüchtert. So, Paragraph 12, Kosten. Das Justizverwaltungskostengesetz und die Justizbetreibungsordnung gelten entsprechend. Soweit sie nicht unmittelbar Anwendung finden. Bei Einziehung der Gerichts- und Verwaltungskosten leisten die Vollstreckungsbehörden der Justizverwaltung oder die sonst nach Landesrecht zuständigen Stellen dem Gericht für Arbeitssachen Amtshilfe, soweit sie diese Aufgaben nicht als eigene wahrnehmen. Vollstreckungsbehörden ist für die Ansprüche, die beim Bundesarbeitsgericht entstehen, die Justizbetreibungsstelle des Bundesarbeitsgerichts. Aha. Den ersten Satz verstehe ich schon nicht. Ich bin halt so doof zu. Wahrscheinlich braucht man so ein Genie mit einem Diktiergerät. So. Das Justizverwaltungsgesetz und die Justizbetreibungsordnung gelten entsprechend, sobald sie nicht unmittelbar Anwendung finden, verstehe ich. So, Paragraph 12a, Kostentragungspflicht. Im Urteilsverfahren des ersten Rechts besteht kein Anspruch der obsiegenden Partei auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten für die Zuziehung eines Prozessbevollmächtigten oder Beistandes. Vor Abschluss der Vereinbarung über die Vertretung ist auf den Anschluss der Kostenerstattung nach Satz 1 hinzuweisen. Satz 1 gilt nicht für Kosten, die dem Beklagten deutlich... Aha. Vor Abschluss einer Vereinbarung über die Vertretung ist auf Ausschluss der Kostenerstattung nach Satz 1 hinzuweisen. Keine Ahnung, wenn ein Anwalt aufkreuzt und mir eine Vereinbarung über die Vertretung unter die Nase hält,
Weiß ich nicht, was das soll. Gerhards 1 gilt nicht für Kosten, die dem Beklagten dadurch entstanden sind, dass der Kläger ein Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit, der Finanz- oder Sozialgerichtsbarkeit angerufen und dieses den Rechtsstreit an das Arbeitsgericht verwiesen hat. Aha. Ist bei mir in einem Fall der Fall. Da hat das Sozialgericht gesagt, das Arbeitsgericht ist zuständig, ich berufe mich die ganze Zeit auf dieses Urteil. So. Werden im Urteilsverfahren des zweiten und dritten Rechtszugs die Kosten nach § 92 Absatz 1 der Zivilprozessordnung verhältnismäßig geteilt und ist die eine Partei durch einen Rechtsanwalt, die andere Partei durch einen Verbandsvertreter nach § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 und 5 vertreten, so ist diese Partei hinsichtlich der außergerichtlichen Kosten so zu stellen, als wenn sie durch einen Rechtsanwalt vertreten worden wäre. Ansprüche auf Erstattung stehen ihr jedoch nur insoweit zu, als ihr Kosten im Einzelfall tatsächlich erwachsen sind. Ja, so. Die Arbeitsgerichte leisten den Gerichten für Arbeitssachen Rechtshilfe. Ich bin bei einem Arbeitsgericht gelandet, nicht bei einem Gericht für Arbeitssachen. Ist die Amtshandlung außerhalb des Sitzes eines Arbeitsgerichts vorzunehmen, so leistet das Amtsgericht Rechtshilfe. Okay. Die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes über Rechtshilfe und des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz über verfahrensübergreifende Mitteilung von Amts wegen findet entsprechend Anwendung. Aha. Kann auch nichts mit anfangen. Das war Paragraph 13 Rechtshilfe. Paragraph 13a internationale Verfahren. Die Vorschriften des Buches 11 der Zivilprozessordnung über die justizielle Zusammenarbeit in der Europäischen Union finden in den Verfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen Anwendung, soweit dieses Gesetz nicht anderes bestimmt. Zweiter Teil, Aufbau der Gerichte für Arbeitssachen. Erster Abschnitt, Arbeitsgerichte. Ist vielleicht ganz interessant, weiß ich, mit wem ich demnächst es zu tun habe. In den Ländern werden Arbeitsgerichte errichtet, durch Gesetz werden angeordnet. Das ist Paragraph 14. Erstens die Errichtung und Aufhebung eines Arbeitsgerichts. Zweitens die Verlegung eines Gerichtssitzes. Drittens Änderung in der Abgrenzung der Gerichtsbezirke. Viertens die Zuweisung einzelner Sachgebiete an ein Arbeitsgericht für die Bezirke, mehrere Arbeitsgerichte. Aha, es kann Bezirke geben, in denen mehrere Arbeitsgerichte zuständig sind und dann kriegen die Sachgebiete zugeordnet.
was nicht all gibt. Damit jeder weiß, wer zuständig ist. Ich sag's nur ungern. Ich habe schon mal mit Leuten zu tun gehabt, die in einem Parlament sitzen. Ich wundere hier dann gerne. Die Errichtung von Kammern des Arbeitsgerichts an anderen Orten. Der Übergang anhängiger Verfahren auf ein anderes Gericht bei Maßnahmen nach den Nummern 1, 3 und 4. Wenn sich die Zuständigkeit nicht nach den bisher geltenden Vorschriften richten soll. Okay. Ich höre mal hier auf, ich will mal noch was nachgucken. Weil es mich persönlich interessiert, was hier zur Strafprozessordnung drin steht, welche Paragraphen aufgeführt sind. Ist ein sehr dickes Buch ohne Lesezeichen, das finde ich immer schade. Nein, ja. So, Strafprozessordnung. Ja. C27, Seite 751. Paragraph 6 der Leck mich am Arsch Paragraph, lass das jemand anderen machen, ist gar nicht drin, obwohl der wichtig ist. Es geht bei 7 los und dann bis 11. 52, da ist auch eher was für Leute, die haben Mittel in euch. Durchsuchung hier, so was ist auch gut. Durchsuchung von Räumen zur Nachtzeit. Ich sag mal besser nichts, lass ihn benutzen. Ich sag besser so. Das ist wirklich eher was für Leute, die ermitteln. Zum Papa, ja, die kommen weiter hinten. Ich glaube, die sind schon nicht mehr drin. STPO. Nee, geht nicht mehr weiter. Man braucht auf jeden Fall auch eine. Naja. Ich habe jetzt ein aktuelles Strafgesetzbuch. Das ist billiger als die anderen.
So. Das Buch ist solide geblieben. Und wenn ich mal mit einem deutschen Soldaten zu tun habe, weiß ich auch, was für ihn gilt. So. So. Wie gesagt, hier ist eine CD drin. Da sind, glaube ich, ein paar ganz nützliche Dinge drauf. Kann ich eigentlich schon mal auslösen? Da geht die auf. Werkzeug aus Remscheid, man weiß nie, wofür man es braucht. Gutes Metzelt. So billig war das Buch nicht, dass ich es direkt kaputt mache. Auch nicht in einem Band hin. Ich hab's draußen. Jetzt müssen wir es noch aufmachen. Ich hoffe, ihr findet das alles spannend.